Heute geht es mal wieder um Lithiumbatterien. Und zwar geht es um Erfahrung. Und die Erfahrung, die Horst gesammelt hat, der hat nämlich schon mehr als 4 Jahre Lithiumbatterien in seinem Wohnmobil. Und darüber wollen wir heute berichten. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist mein Thema Umrüstung auf Lithium-Ionen-Batterien in einem Wohnmobil. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Ja, Horst kennt ihr ja schon, mit dem habe ich ja schon häufiger ein Video gemacht. Hallo Horst. Moin Hartmut. Hallo. Ja, du hast jetzt 4 Jahre in deinem Wohnmobil Lithiumbatterien. Richtig. Und die auch viel genutzt. Ja, das ist richtig. Aber was heißt viel genutzt? Eben wie man Batterien benutzt, wenn man unterwegs ist. Genau, genau. Jetzt musst du uns ja mal sagen, hat das Ganze denn funktioniert? Ja, ich war also bis heute noch super zufrieden, habe es nie bereut. Die waren ja seinerzeit recht teuer. Und wir haben damals ja auch ein Video gemacht und da war das noch nicht so gang und gäbe, richtig, dass man Lithiumbatterien verwendet. Ne? Aber wir wollen heute nicht nur über Erfahrung reden, sondern auch, dass ich jetzt eine Stufe höher gehe, was die Kapazität anbelangt. Genau, ja, das können wir gleich nochmal eben. Ich wollte nur noch jetzt noch Folgendes dazu sagen, bevor wir jetzt da einen falschen Eindruck erwecken. Ja. Und zwar ist Folgendes: Lithiumbatterien, das ist ja manchmal auch umstritten. Es braucht nicht jeder Lithiumbatterien, ist vollkommen klar. Wer dreimal im Jahr mit seinem Wohnmobil losfährt und überwiegend auf Campingplätze geht und meistens immer ist ja auf Strom, Campingplatz sowieso Strom da, der braucht keine Lithiumbatterien. Und wenn er mal eine Nacht irgendwo steht, dann wird er mit seinen Gel-Batterien oder welche Batterien er auch immer eingebaut hat, wird er immer hinkommen. Also das nur mal vorweg, nicht dass hier der falsche Eindruck entsteht. Wir wollen jetzt hier den Leuten erklären, jeder muss Lithiumbatterien haben. Das soll überhaupt nicht der Fall sein, sondern hier geht es um Erfahrungen, die ja, Horst gesammelt hat, die ich auch gesammelt habe und die möchten wir so ein bisschen rüberbringen. Ja. So, vor uns stehen die Batterien, die Lithiumbatterien. Und zwar die beiden grünen, das sind die, die bisher in diesem Wohnmobil drin waren. Und das ist das neue Teil. Diese Batterie will Horst einbauen. Ja, die sieht natürlich ein bisschen größer aus, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ich wollte noch mal was zu den Batterien sagen, den Akkus sagen, Lithium-Akkus sagen. Und zwar habe ich die ja 4 Jahre drin gehabt und da habe ich gedacht, Mensch, wie viel haben die vielleicht von ihrer Leistung verloren? Dann habe ich die komplett zu 100% aufgeladen und habe die dann mit 55 Ampere belastet. Und die haben dann nach 2 Stunden, nach meiner Anzeige, 50% ihrer Leistung verbraucht. Ja. Und das ist, also wenn ich das umrechne, so gut wie gar kein Verlust, seitdem ich sie gekauft habe. Also vielleicht 98% Leistung haben sie jetzt noch nach 4 Jahren. Ja. Und ich habe mal so überlegt und mal gerechnet, wann war man im Urlaub, wann nicht. Die Zyklen, man redet da ja immer, das ist die Auflade- und Entladeperiode, Zyklen, die habe ich vielleicht 400 bis 500 Stück gehabt. Und diese Akkus werden ja angegeben mit mindestens 2000, bevor sie ihre Leistung also verlieren, also weniger werden. Das wollte ich noch dazu sagen. Also ich wechsle jetzt nicht, weil die im Eimer sind oder weil ich da nicht mehr mit zufrieden bin, sondern weil ich eine höhere Kapazität möchte. Ja, jetzt müssen wir sagen, die beiden oder die einzelnen Batterien haben jeweils 90 oder? Nein, 110. 110 haben die, also 220 Amperestunden ja, hattest du bisher. Und die hatte ich dann, man kann sehen, parallel geschaltet. Ja. Nee, also 220, wie du schon gesagt hattest. Ne? Genau. Jetzt muss man immer wieder darauf hinweisen, glaube ich, dass was es für ein Unterschied ist, ob ich 2 einzelne oder sogar 3 einzelne Batterien betreibe in einem Wohnmobil parallel oder ob ich eine einzelne, diese hat jetzt 400 Amperestunden. Ja. Also bei Einzelnen muss man erstmal sehen, dass man grundsätzlich die aus der gleichen Charge nimmt, also 2 gleiche, am besten noch aus einer Serie heraus. Ja. Dann muss man unbedingt darauf achten, bevor man sie zusammenschließt, dass sie beide komplett zu 100% aufgeladen sind, also dass sie beide auf ein Niveau bekommen. Genau. Und dann kann man sie erst zusammentun und trotzdem kann es noch sein, dass sie unterschiedlich arbeiten und dann haben die den Nachteil, dass sie der eine aus dem anderen sich was zieht, aber bei Lithium eher weniger, das kommt eher vor,
bei anderen Batterien, bei Gel und so weiter. Ne? Da sind ja dann auch die Kabelquerschnitte und diese Dinge spielen dabei eine große Rolle, denke ich. Ne? Ja, aber besser ist es, wenn das ganze Ding in einem ist. Ja. Damals gab es sowas noch nicht in dieser Kapazität. Nee, richtig. Damals war es ja auch noch nicht so. Und auch von den Kosten. Du hast hier für diese beiden... pro Batterie 1.300 Euro damals bezahlt. Ja. Nicht? Und denn wenn man das überlegt, die sind ja auch insgesamt sehr, sehr günstig geworden. Ja, was kostet heute so ein dicker Block hier? Ja, der würde zwischen 1.800 bis 2.200, so je nachdem, wie man angeboten bekommt. Ja. Nee. Gibt es diese Größe von verschiedenen Herstellern? Die gibt es von verschiedenen Herstellern. Ja. Diese hat mir sehr gut gefallen, weil die, ich kann das auch mal zeigen, weiß nicht, ob die jemand kennt, die Marke, aber das ist nicht unbedingt ausschlaggebend, weil die 5.000 Ladezyklen haben soll, garantierte, ohne dass vorher eine Leistungsminderung da ist. Ah ja. Mhm. Und 5.000 ist ja schon eine Hausnummer. Ja. Und 5 Jahre Garantie geben. Oh, 5 Jahre, ja, das ist ja... Also Sie sagen, das Ding hält über 10 Jahre, ja. Aber 5 Jahre Garantie, und das muss man sich mal... Ja. Und das hat mich unwahrscheinlich beeindruckt. Mhm. Und dann habe ich das Ganze gemessen und habe gesehen, der Klotz geht da noch rein. Ne? Ja, das ist ja auch alles entscheidend noch, dass man also das Ding überhaupt da reinkriegt, da wo die beiden kleineren drin gesessen hat. Aber das ist bei dir ja möglich. Ja, es war ja auch, wenn ich in Spanien war, die Batterien waren mittags voll, Sonne schien, die Batterien waren voll, aber abends hat es nicht gereicht, weil wir gut viel sagen. Ja, am Abend vielleicht noch, aber am nächsten Tag. Wenn, das Problem habe ich ja auch, ich habe kein Problem, ich habe 360 Amperestunden Batterien bei mir drin und habe kein Problem, wenn jeden Tag die Sonne scheint. Es ist aber anders, wenn jetzt 3 Tage die Sonne nicht scheint, dann baue ich stark ab und dann ist es bei mir, weil ich auch relativ viel verbrauche, nach 3 Tagen Schluss, wenn keine Sonne scheint. Und dann ist es schön, eine höhere Kapazität zu haben, auf jeden Fall. Genau, das muss jeder auch für sich ausrechnen, ob das für ihn wichtig ist oder ob er sagt, das interessiert mich eigentlich gar nicht, ich fahre jeden zweiten Tag weiter mit dem Mobil und dann wird das über den Ladebooster zum Beispiel aufgeladen. Wenn man so ein Ding hat, dann ist das eben nicht so entscheidend. Aber wie in diesem Fall und speziell, und das ist bei dir ja auch und bei mir auch, wir stehen ja auch schon mal ein bisschen länger auf einem Platz in Spanien, wenn wir den ganzen Winter dort sind und wollen nach Möglichkeit keinen Strom aus der Steckdose nehmen, sondern nur mit unserem eigenen Strom arbeiten. Richtig. Und dann sind solche Dinge natürlich von Vorteil und wichtig. Ja, zur Batterie hier, zu dieser neuen großen Batterie, gibt es auch eine vernünftige Betriebsanleitung. In Deutsch. In Deutsch, ja. Das ist manchmal ja auch wichtig. Ja, und da geht es jetzt auch um das Gewicht der Batterien. Das spielt ja auch immer eine große Rolle. Und da sagst du uns jetzt mal, was die Batterien so wiegen. Ja, die alten haben pro Stück gut 13 Kilo gewogen. Also zusammen 26 Kilo. Richtig. Ja. Und diese neue mit fast dem Doppeln, kann man nicht ganz sagen, wiegt 39 Kilo. 39 Kilo, okay. Ja, das ist okay. Das ist immer im Verhältnis noch zu Gelbatterien ein Leichtgewicht, muss man sagen. Denn weniger meistens als die Hälfte noch. Richtig. Ja. Wenn man also in der Kapazität Gelbatterien einbauen wollte, beziehungsweise 400 Amperestunden Gelbatterien erreichen ja nicht das, was 400 Stunden Lithiumbatterien erreichen. Das heißt, man müsste fast die doppelte Größe einbauen bei Gelbatterien gegenüber Lithium. Erstmal vom Volumen und auch vom Gewicht her. Auch vom Gewicht her. Von daher ist das eine wichtige Geschichte. Jetzt ist ja noch eins, was viele interessiert. Und zwar, was kann ich denn an Dauerleistung, an Maximum-Dauerleistung aus so einer Batterie rausnehmen? Ja, wenn also alles stimmt und der Querschnitt da ist und die dicken Leitungen da sind, dann kann ich Maximum 250 Ampere Dauerleistung aus dem Gerät ziehen. Ja, das ist natürlich nicht unerheblich. Ja? Nee, also, da kann man dann den Backofen anmachen und auch noch den Wasserkocher. Apropos gerade Wasserkocher und Backofen, wenn wir darüber reden, ich rüste jetzt nicht nur den Akku auf, sondern auch meinen Wandler, das ist so ein Teil. Ich habe diesen schon seit 4 Jahren. Seitdem ich die beiden hatte, habe ich dieses Gerät schon von der gleichen Firma. Ah ja. Der gleichen Firma, nur dieser hat Dauerleistung 2500 Watt
und der andere hatte 1500 Watt. Ja. Musste man immer ein bisschen aufpassen. Sonst ja, die Spitzenleistung. Ne, das ist ja, die Spitzenleistung ist ja höher. Hier bei 5000. Ja. Ja, aber dann das wollen wir mal dahin lassen. Was nützt einem, dass wenn ich das 10 Sekunden auf 5000 Watt haben darf, da kann ja keiner was mit anfangen. Nee, aber es geht ja um den Einschaltstrom. Manchmal ist ja so, ja, wenn man, ich kenne das von meiner Induktionsplatte, wenn ich die einschalte, die nimmt erstmal den vollen Power, kann die dann zwar runterregeln. Und dann schaltet dann zurück. Und schaltet dann zurück. Und da ist dann schon die Spitzenleistung wichtig. Ne? Und das Schöne war, der ist nur so 4 cm länger, also passt er bei mir super wieder rein, wo der andere Wandler vorher auch war. Ja. Ne? Und ich brauche nicht mal, da ist eine Fernsteuerung dabei, die brauche ich nicht mal wechseln. Kann die alte Fernsteuerung noch weiterhin benutzen und habe jetzt 1000 Watt mehr. Ja. Ne? Was kostet sowas? Der ist relativ preiswert. Das Ding wird für 250 Euro ist das zu haben. Ja. Wir hatten damals auch ja den Film gemacht, da haben ja einige gesagt, der wird dir in kurzer Zeit aufrauchen, weil der aus China da kommt. Man kommt ja heute alles aus China. Ja. Nur er ist hat nicht aufgeraucht und hat super die ganze Zeit durchgehalten. Also ich bin da also bestens mit zufrieden und habe das auch einigen so empfohlen schon mal, aber nicht öffentlich, sondern nur so auf Campingplätzen. Und alle, die das Ding sich danach zugelegt haben, die waren alle bestens mit zufrieden. Es ist reiner Sinus. Ja, wollte ich gerade sagen, steht hier auch drauf. Ja, ja. Das muss man, daran muss man denken, wenn man sowas einbaut. Auch da muss man wieder ganz klar sagen, das ist nur für Leute, die wirklich so wie wir das richtig nutzen, die damit vielleicht kochen wollen, die Frau will sich föhnen. Induktionsplatte, diese Dinge. Natürlich kann man auch seine E-Bikes aufladen und vieles. Ja. Aber wer vielleicht nur sein Handy aufladen will oder vielleicht seinen Laptop aufladen will, der braucht sowas natürlich nicht. Der kommt mit einem wesentlich kleineren Gerät zurecht. Ne? Wir wollten ja unser Kochen und so mehr Schwerpunkt auf Strom legen. Also es ist immer noch so, am preiswertesten, wenn man beim Kochen, ist, glaube ich, immer noch Gas. Klar, man kann selber seinen Strom erzeugen, aber ob das immer reicht, wage ich manchmal zu bezweifeln. Klar, wenn man große oder viel Sonneneinstrahlung hat, dann ist es natürlich durchaus möglich. Extra Platten noch stehen haben. Genau, so wie wir mal schon gezeigt haben. Ja. Und nein, aber von daher ist sonst an sich Gas immer noch das beste Mittel zum Kochen, denke ich. Ne? Wir haben mittlerweile fast 80% mit dem Elektrowasserkochen machen wir das Wasser heiß. Ja gut, das ist Kaffeemaschine nutzen wir auch. Ja, das ist ja noch nicht so viel. Der Wasserkocher nimmt 1400 Watt. Ja. Und aber es ist sehr schnell heiß. Ja. Und wenn ich die kostenlose Energie von der Sonne habe Und es klappt, was bislang schwierig war eben die Kapazität des Akkus, dass ich auf einmal, war der Akku leer, dann nützt mir auch die beste Sonneneinstrahlung nichts. Reicht dann nicht. Und deswegen diese Geschichte ist nicht. Man muss jetzt immer auch daran denken, deshalb machen wir das jetzt Ganze auch, dass natürlich die Strompreise demnächst auch nicht nur in Deutschland steigen werden. In Spanien sind sie schon gestiegen und werden weiter steigen, denke ich. Also Energie wird immer teurer werden und überall anders in Europa, denke ich auch. Insofern versucht man natürlich immer irgendwo da ein bisschen einzusparen, beziehungsweise dann nicht den Strom aus der Steckdose zu nehmen, sondern seinen eigenen. Ja. Muss man immer dran denken, hängt immer davon ab, wie viel man das nutzt. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man nur dreimal im Jahr losfährt und Urlaub macht ein bisschen, dann ist das alles nicht wichtig. Aber so wie wir, die 4 bzw. 6 Monate im Winter in Spanien sind. Ja, wir sind nicht so lange, ihr seid ja etwas länger. Und da ist das schon von Interesse oder wichtig, dass man sowas dann hat. Ja. Gemeinsam mit Horst habe ich dann die Batterie mit eingesetzt. Sie hat doch einiges an Gewicht. Und dann hat Horst alles angeschlossen und hat alles einwandfrei funktioniert. Horst wird dann irgendwann in der Zukunft über die Batterie berichten, ob sie gut ist und ob sie funktioniert. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.